In Russland wird nicht nur gegoogelt, denn hier hat der Suchmaschinenriese aus den USA eine mächtige Konkurrenz, den einheimischen Anbieter Yandex. Und auch Yandex ist nicht mehr nur als Suchmaschine aktiv, sondern entwickelt autonomes Fahren oder hat ab Oktober mit Alisa einen Konkurrenten zu Siri von Apple oder Alexa von Amazon im Programm. Mit 7000 Beschäftigten ist der Konzern wichtig genug für einen Besuch durch Russlands Präsidenten Putin in dieser Woche. Gerade in einer Zeit, wo die USA und Russland bei ihren EDV-Ressorts aus Misstrauen alles tun, um Produkte des jeweils anderen Landes zu vermeiden. Bei der Gelegenheit wurde Alisa natürlich gleich einmal vorgeführt, die als individuelles Plus auch auf eine einzelne Stimme geeicht werden kann und dann fremde Kommandos nicht mehr ausführt. Yandex-Chef Arkady Volosh führte Putin anschließend durch die junge Firma. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 30 Jahren. Der Besuch bedeutet natürlich einen großen Werbeeffekt für den Konzern. Da er anders als etwas Kaspersky Labs seinen Schwerpunkt im russischsprachigen Raum hat, ist der gegenseitige Rückzug von Russen und Amerikanern aus der Software der anderen Seite hier auch eine Chance. Wir halten euch natürlich bei Internetthemen rund um Russland auf dem Laufenden. So an diesem Sonntag bei Russland direkt mit Julia Dudnik, wo es um Online-Meinungsfreiheit geht. Alle ihre Videos findet ihr unter dem Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.